Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen hier aus Kolumbien, genau genommen aus Berlin, heute hier im Sportpark. Passendes Szenario gewählt, heute zu dem Videotitel: Wie sicher ist Kolumbien eigentlich und kann ich überhaupt riskieren, nach Kolumbien zu gehen, oder sollte ich mein Flugticket besser stornieren? Die Fragen oder die Antworten auf die Fragen werdet ihr bekommen in diesem Video. Und wie gesagt, passend dazu habe ich hier den Platz gewählt, denn hier ist alles extrem friedlich, extrem schön. Ihr seht es ja, da spielen die Kinder, hier wird Basketball gespielt. Mein letztes Video über Kolumbien, wie gefährlich es ist, habt ihr sicherlich ja schon gesehen. Und das war etwas düsterer. Das war in der Richtung gedacht, dass es besonders erstmal die Leute zur Vorsicht mahnt. Es ist nämlich besser, das Ganze nicht zu unterschätzen, etwas vorsichtiger zu sein in den ersten Tagen und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was man machen kann, was man besser nicht machen sollte. Aber dieses Video sollte jetzt besser oder mehr oder weniger über die Bright Side in Kolumbien gehen, denn ich bin ja wirklich seit 4,5 Monaten mittlerweile hier und kann nur sagen, dass ich in meinem allerersten Mal in Kolumbien in den ersten 2 Tagen eine gefährliche Situation hatte, in der ich beinahe ausgeraubt wurde, aber weggerannt bin. Aber ansonsten ist mir in den gesamten 4,5 Monaten einfach nie etwas zugestoßen und ich habe mich generell immer sehr sicher gefühlt. Liegt natürlich besonders daran, wo man sich aufhält. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier in den Sportanlagen in Belén ist, kann ich mit meiner 1.500 Euro Kamera rumlaufen und muss mir keine Sorgen machen, dass mir hier irgendetwas zustößt. Also in Kolumbien kommt es besonders darauf an, in welcher Straße, in welcher Area ihr euch aufhaltet. Und wenn ihr ein bisschen Bescheid wisst, wenn ihr euch ein bisschen auch filtern könnt und einen Sinn aufbaut, wo welche Person einen Anstand vielleicht verfolgt und in welchem Viertel man etwas machen sollte, also Handy rausholen oder nicht, dann geht das Ganze schon ganz gut über die Runden. Die Kolumbianer haben ein Sprichwort: Don't give papaya, also zeig nicht, was du hast, sei kein Trottel. Und das ist so gesehen die grundlegende Survival Rule hier in Kolumbien. Also wer Bogen schießen will oder rennen will oder schwimmen will, da vorne kann man nämlich schwimmen. Wow, ich bin gerade extrem beeindruckt davon. Hier seht ihr hinter mir eine Poolanlage, Basketballplatz, Bogenschießen, Tratanbahn. Tratanbahn zum Joggen, da seht ihr Volleyballspielplatz und hier gibt es sogar für die Kleinkinder einen BMX-Kurpark. Es gibt eine Sache, die man wohl über Kolumbien sagt und die auf jeden Fall stimmen kann. Das Gefährlichste an Kolumbien ist, dass man herkommt und es einfach nicht mehr verlassen möchte. Und genau das ist mir nämlich auch passiert. Das ist ein sehr bekanntes Sprichwort, das die Kolumbianer hier sagen. Und es ist auf jeden Fall wahr, das Gefährlichste an diesem Land ist, dass einfach alles zu schön ist, um wahr zu sein. Und genau der Ort ist, den man nicht mehr verlassen kann. Um aber nochmal Klartext zu sprechen, auf die Frage, ist Kolumbien sicher, muss ich mit einem Nein antworten. Denn Kolumbien ist nicht sicher. Es gibt eine sehr hohe Armut hier, die vielleicht bei 34% liegt. Da, wo Armut ist, und jetzt vergleicht es nicht mit der deutschen Armut, das hat nichts mit der Armut hier zu tun. Da, wo bitterarme, arme Armut ist, gesundheitliche Schäden und man einfach von heute auf morgen nur lebt und komplett keine Aussichten und Perspektivlosigkeiten hat, dort herrscht natürlich auch Kriminalität, besonders weil im Vergleich zu Asien hier in Südamerika natürlich Waffen immer eine große Rolle spielen und auch die Gewaltbereitschaft, besonders auch über die langen Kriege, über die Kartells, sind einfach die armen Leute hier auch gut bewaffnet und zögern auch nicht sonderbar. Deswegen versteht dieses Video bitte nicht falsch. Dieses Video soll darum gehen, dass Kolumbien viel sicherer ist, als es international anerkannt wird. Nur muss man dazu wissen, wo man sich aufhalten kann und wie man sich verhalten sollte. Man sollte generell einfach vorausschauend sein. Wer sich hier mit den falschen Frauen trifft, mit Prostituierten abhängt, viel Party macht, den kann auch mal ganz gut und gerne mit Scopolamin betäubt. Anderes Video dazu mal abchecken. Die bekannteste, gefährlichste Droge hier in Kolumbien. Mal aufwachen in seinem Hotelzimmer. Vielleicht tot, vielleicht beraubt oder ja, wie auch immer. Wenn ihr hier ausgeraubt werdet, dann gebt den Leuten einfach das Geld und damit seid ihr auch schon wieder sicherer. Und macht euch einfach nicht zu viel Sorgen, aber wie gesagt, verhaltet euch nicht doof, gebt keine Papaya und damit habt ihr eigentlich schon viel gut gemacht und damit ist Kolumbien einfach deutlich sicherer, als es die meisten Leute annehmen. Also ich würde generell jeden einfach einladen, sich selber einen Eindruck zu machen von Kolumbien. Auch für alleinreisende Frauen sollte das auf jeden Fall möglich sein. Vielleicht einfach mehr mit anderen Leuten im Hostel zusammen machen. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich gut aufhalten kann. Und wenn man nur die großen Touristenattraktionen macht und sich mit dem Uber fortbewegt und in guten Areas läuft, dann hat man auf jeden Fall hier auch nichts zu befürchten. Auch warum mein Kumpel hier immer trainieren geht. Fettes Outdoor-Gym auf jeden Fall auch vorhanden. Mit ganz vielen Gewichten. Und jetzt seid mal ehrlich, schreibt mal in den Kommentaren, ist das das Kolumbien, was ihr so gefürchtet habt oder was einfach immer so schlimm dargestellt wird? Natürlich auch zu Recht, denn es ist einfach bei Fact eine sehr hohe Waffenkriminalität hier und Kriminalität
im Generellen. Aber es ist nun mal nicht dort, wo man sich als Tourist normalerweise rundtreibt. Und von daher macht euch ein bisschen weniger Sorgen. Dieser Ausflug heute zeigt mir auch mal wieder, dass ich zu Recht Medellin einfach als die innovativste Stadt küre, die ich je gesehen habe. Ich meine, wir sind hier gerade mitten im Stadtzentrum in einer Nachbarschaft. Überall drumherum von dieser Sportanlage sind einfach Apartments, Wohnungen, Unicentro und auch Laureles ist nicht besonders weit von hier, vielleicht 15 Minuten zu Fuß. Aber ihr seht ja selber, was die hier gebaut haben. Das ist ja der absolute Hammer. Familien und Kinder, alle möglichen Leute können hier alles machen. Von Bogenschießen, Drahtabahn, tausende Fußball- und Basketballplätze für Kids, für alle Altersklassen. Zum Schwimmbecken haben die hier 3 oder 4 Stück für Sportschwimmer. Eine Fitnessanlage, einen Spielplatz und alles drum und dran. Also ein Riesenprojekt, in dem extrem viel Geld gesteckt wurde mit Sicherheitspersonal, das hier immer rumläuft. Also von daher kann man auf jeden Fall festhalten, wenn Kolumbien etwas macht, beziehungsweise wenn etwas in Medellin gemacht wird von der Stadt, dann wird es auch vernünftig gemacht. Und man wundert sich immer wieder, teilweise fühlt man sich hier wirklich wie in Singapur, auch zum Beispiel in dem Jardín Botánico, an dem auch manchmal Open-Air-Feste stattfinden. Einfach genial und aus diesem Grunde liebe ich auch diese Stadt. Ich meine, schaut euch einfach mal an, wie grün das hier ist und das Panorama, die ganzen lächelnden Gesichter hier und das mitten in der Stadt. Ja. Rande, wo ich in dem Wasserspender sehe, ihr könnt übrigens Leitungswasser ohne Bedenken in Medellin, Bogota und Salento trinken. Ich mache das, seitdem ich hier bin, das geht tatsächlich auch echt gut klar. So, für 50 Cent habe ich mir erstmal noch einen Haufen Kartoffeln gegönnt. Die sind auch mega geil. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Aber abschließend möchte ich noch die letzten Worte lossagen mit dieser perfekten Aussicht. Und zwar habt ihr halt in Kolumbien, ich meine, zieht euch das mal rein, hier einen schönen Pool, ja, mit Familien, kleinen Kindern, die dort schwimmen und einer wunderschönen Aussicht. Wer würde hier vermuten, dass in Kolumbien etwas auch nur ansatzweise kriminell ist? Aber Kolumbien ist einfach das Land. Aber Kolumbien ist einfach das Land der Kontraste, der zwei Welten. Das heißt, man kann hier sich aufhalten und einfach ein wunderschönes Leben leben. So zählt es auch für die Kolumbianer, die einfach zu den Reichen gehören, zu der Oberschicht. Die haben hier einfach ein geisteskrankes Leben. Genauso wie alle, die hier in Euro und Dollar verdienen, haben hier ein wirklich gutes Leben und können sich halt auch den Platz und Ort aussuchen, in dem es sicher ist. Für die Leute auf der unteren Seite, die auch recht groß ist, wie gesagt, die Schere ist riesig hier in Kolumbien, die leben in einer anderen Welt und diese Welt ist ziemlich düster. Also versteht mich nicht falsch, wenn ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr in Kolumbien auf jeden Fall relativ sicher unterwegs sein. Wenn ihr aber an dem falschen Ort unterwegs seid, zum Beispiel ich mit dieser Kamera am falschen Ort, würde ich keine 10 Minuten überleben, dann hätte ich nur noch meine Unterhose an. Das verspreche ich euch auch. Deswegen seid auf jeden Fall behutsam, unterschätzt das Ganze nicht, aber macht euch auch nicht vor Angst in die Hosen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch noch was einfällt, was ich vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten für mehr Tipps, Weltreise-Ratgeber, habe ich geschrieben, um euch Zeit, Geld und Kosten zu sparen. Checkt ihn ab, Link ist in der Beschreibung. Bis dann, haut rein.